Das heißt, wenn du nicht reden kannst als Prediger, als Imam, als, kein Problem. Bismillah, para, gib dein Geld her. Gib dein Geld her, spende. Spende für die Moschee, spende für den Prediger, spende für den Bau einer Moschee, spende für die Madrasa, spende so viel. Spende einfach, gib dein Geld einfach. Es ist eines der leichtesten Taten überhaupt. Viele von uns können nicht fasten. Ist so. Viele von uns fasten. Oh, nichts essen, nichts trinken, ich muss arbeiten, ich muss mich konzentrieren, Schule, da. Stimmt's oder habe ich recht? Viele von uns können in der Nacht nicht beten. Ja? Er ist froh, dass er überhaupt schlafen kann nachts. Ja? Dann noch aufstehen und wieder einschlafen kann ich nicht. Dann bin ich die ganze Zeit wach bis 6, 7 Uhr. Ich muss dann noch arbeiten, auf der Arbeit nur noch Kaffee, Energy. Geht nicht. Okay. Viele von uns können nicht Koran rezitieren. Entweder gar nicht oder wenn, dann sehr selten. Viele von uns können keinen Dhikr machen. Vergisst man, ne? Morgens Dhikr oder abends. Also, boah, ich vergesse es immer wieder versuche ich. Morgens und abends. Fange ich morgens an, vergesse ich abends. Wenn ich abends anfange, vergesse ich morgens. Immer wieder. Aber jeder von uns kann spenden. Das ist einfach nur Tasche rein, raus. Bismillah, das war's. Weder gucken, wie lange muss ich fasten, Wecker machen, da. Gibt's nicht. Einmal rein und dann Bismillah hier. Oder gar, oder Handy. Ein paar Klicks, tak, Online-Banking, PayPal, pap. Schon hast du 10 Euro gespendet. Mit ein paar Fingerbewegungen. Deswegen mach es. Kümmere dich darum, weil das ist, was am Ende bleibt. Das ist die Tat, die dir Licht bringen wird im Grab, wenn dort Dunkelheit herrscht.